So, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe ehrlich gesagt, weiß ich nicht ganz, ob ihr mich schon hört. Könnte mir mal irgendjemand ein Zeichen geben, ob ihr dann auch mich schon. Ja, wir hören dich. Oh, sehr gut. Ich sag mal so, ich habe ein paar Fragen schon mal bekommen, auf die versuche ich jetzt einzugehen. Es geht eigentlich immer um das Gleiche. Jemand schreibt hier, mein Trainingspensum, also ich bin eine Hobby-Triathletin, die viel trainiert, entsprechend meinem Trainingspensum möchte ich auch etwas anders aussehen, aber das tue ich nicht, leider. Laut deinem Vortrag würde ich sagen, habe ich Wassereinlagerung, ich habe aber Belastungs- und Entlastungswochen im Trainingsplan. Könntest du mir einen Tipp geben, betreffend Ernährung vor einem GA2-Training und vor einem GA1-Training? Und dort ist es extrem wichtig, dass wir jetzt mal die Zusammenhänge ein bisschen darstellen können. Ich gehe heute gar nicht erst groß in PowerPoint-Präsentationen, außer sie machen dann eben Sinn. Aber ich versuche jetzt das mal ohne hier. Wenn ihr eine Muskelzelle vor euch habt, und diese Muskelzelle, um die geht es schlussendlich. Aber diese Muskelzelle ist eben ein Teil eines Ganzen. Man vergisst oftmals, dass eine Muskelzelle abhängig ist von der Psyche, vom Schlaf, von der Alltagsbelastung. Und wenn ich eine zu hohe Alltagsbelastung habe, dann habe ich mehr Stress, mehr CO2, weniger Sauerstofftransport. Das können wir über die Spiroergometrien darstellen. Was passiert dann? Dann wird automatisch manchmal eben ein GA1-Training zu einem GA2-Training. Das heißt, ich habe einen höheren Anteil an Kohlenhydrate, die ich verbrenne. Und das heißt, es ist eben auch die Psyche, die entscheidet, je nachdem, wie ihr euch fühlt, welche Nährstoffe das ihr verbrennt und wie intensiv das Training nun wirklich ist. Und das merkt ihr auch oft. Da denkt ihr, ihr kommt von sehr wahrscheinlich ein paar Gespräche am Tag, vielleicht habt ihr doch einiges an Stress gehabt und plötzlich merkt ihr, scheiße, meine Beine, die geben gar nichts mehr her. Dort gilt es wirklich, auf die Beine zu achten, auf den Körper zu achten, weil wenn ich dann überziehe, dann kann ich mich über für 3 oder 4 Tage komplett abschießen und dann würde ich lieber ausfahren, ausrollen, heimgehen, mit dem Trainer telefonieren, ich fühle mich mal heute schlecht, ich mache einen Regenerationstag. Und wenn der Trainer dann auch, haben ja die meisten, verstehen Sie das, und auch die Kommunikation stimmt, dann wird der Trainer eben glücklich sein, dass ihr für euren Körper eben was tut und nicht gegen euren Körper. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das gehen wir dann auch zu diesem GA1 und GA2-Training. Weil nur ein GA1 oder GA2-Training hat natürlich auch relativ breite Bereiche. Wenn ich zum Beispiel ein GA1-Training, mein GA1-Bereich ist 130 bis 149. Ich habe relativ hochpulsig, weil ich eine relativ große Muskelmasse auch habe. Aber auch von der Physiologie her. Was heißt das jetzt? Wenn ich 130 fahre, dann kann ich mit Fett fahren. Dann nehme ich Nüsse, Mandelmus, Kokosflocken, was auch immer. Wenn ich aber nur schon 140 bin und zu wenig Kohlenhydrate zuführen, bin ich am nächsten Tag komplett durch. Das heißt eben, es ist auch wichtig, dass man sieht, von bis, wo fahre ich jetzt heute. Wenn ich in der Vorbereitung bin, dann mache ich im GA1-Training sogar noch tiefer als 120 und merke dann perfekt, ich habe null Belastung. Ich kann auch mal 4, 5 Stunden auf dem Ergometer zu Hause sein und steige dann vom Fahrrad runter und bin relativ erholt. Das sind so Themen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Beim GA2-Training ist es eben auch der Punkt, wie lange geht es denn eigentlich? Was ist der Fokus? Wenn ich ein GA1, GA2 hoch habe, also tendenziell in die Schwelle gehe, also Laktat produzieren will, dann muss ich mehr Kohlenhydrate zuführen. Wenn ich im GA2 tief bin, vielleicht nochmal etwas an der Beta-Oxidation, Fettverbrennung arbeiten möchte, dann kann ich auch mal ohne Kohlenhydrate gehen. Tendenziell ist es dann mit Fett oder sogar mal nüchtern, wenn es am Morgen früh ist. Ich versuche euch noch einmal zu zeigen, was es denn eigentlich so mit dem Nüchtern-Training auf sich hat. Wir sehen nämlich über die Spiroergometrie, ob jemand auch Nüchtern-Training oft durchführt oder nicht. Aber dazu noch etwas später. Ich gehe auf die zweite Frage ein. Ich hätte noch eine Frage. Ich hoffe, du siehst sie. Was heißt denn weniger intensives Training? Ich dachte,
Ich frage mich einfach, ob dann nicht zum Beispiel die Technik und so weiter verloren geht, wenn weniger trainiert wird, also Pole Dance also es geht darum, natürlich, also ich kann das mal vorausschicken, oder wenn jemand auf den Gletscher geht, dann wird zu Beginn meistens intensiv trainiert. Es wird, also zum Beispiel im Langlauf, man geht hoch, man macht Videoaufnahmen. Da muss eine gewisse Intensität auch da sein, aber das heißt nichts anderes, in diesem Training wird schon relativ viel Kohlenhydrate verbrannt. Wenn ihr zum ersten Mal hoch trainiert, Sauerstoff wird weniger transportiert, Sauerstoffpartialdruck ist weniger, 2.500-3.000 Meter. Das heißt, ich brauche überdimensional Kohlenhydrate. Führe ich die nicht zu, bin ich am nächsten Tag komplett raus. Das heißt, ich versuche jetzt dieses Training entweder kürzer zu machen oder noch mehr Kohlenhydrate zu geben. Es ist eben wichtig, einfach ein bisschen weniger intensiv. Das geht halt wirklich für Sportler, die ihre Bewegungsabläufe schon gemacht haben. Das gilt natürlich nicht für einen Rekturner oder irgendetwas anderes. Dort ist es dann nicht über die Intensität gemacht, sondern vor allem über die Dauer und dazwischen vielleicht Pausen, um die Nährstoffe wieder aufzufüllen. Das sind nicht so ganz einfache Themen, glaube ich. Aber ich versuche jetzt mal ihr werdet sicher die ein oder anderen Fragen noch zusätzlich haben. Ich mache jetzt alles Diskussionsteilnehmer aus euch. Ups. Ich hoffe, ihr könnt die ein oder andere Frage vielleicht eben dann differenzieren im Gespräch. Wer möchte dann einfach reinkommen? Habt ihr Fragen? So, mich würde interessieren, was du empfiehlst, während einem harten Arbeitstag zu essen. Ich mache jeden Tag circa 4 Stunden Mathematik und dann das Laufen. Manchmal gehe ich auch noch klettern, bouldern. Ja, harten Arbeitstag ist halt immer die Frage, hart ist es für euch, ich sage mal auch kognitiv, also mental ausbelastend, dass ihr komplett erschöpft seid. Das ist dann halt immer noch die Frage, wie sehr kann ich mich dann wirklich auch dann im Sport ausbelasten? Zum Beispiel Bouldern sollte ja auch eine Ausbelastung sein, wenn du jetzt das wettkampfmäßig machen würdest, ansonsten dienst vielleicht einfach, um den Kopf frei zu bekommen. Aber über den Tag heißt dann, ich bin jemand, ein klassischer Verfechter des Low Carb, man meint es manchmal nicht, aber das heißt 40% Kohlenhydratanteil, 40% Fettanteil, 20% Eiweißanteil. Je mehr Stress das ihr habt, desto besser, manchmal auch Früchte, auch Beeren, während dem Arbeiten. Und ihr merkt, dass ihr, je mehr das ihr über den Tag esst, eben auch erholter dann ins Training gehen könnt. Ich habe ganz viele Leute gesehen, die sprechen davon, ich habe keine Energie mehr abends, ich kann gar nicht ins Training gehen. Dann futterst du dir ein bisschen hoch. Was passiert dann? Dann geht es automatisch runter mit dem Gewicht. Warum? Weil sie abends nicht kompensieren und sie haben aber wieder Energie und können dann eben auch wieder trainieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Kannst du auch den Zusammenhang zwischen hartes Training und mehrmals in der Nacht das WC gehen? Ja, sehr, sehr spannend, Selin. Ihr müsst dir so vorstellen, wenn du ein hartes Training machst, dann entstehen ja mehr Stoffwechselabbauprozesse. Also Übersäuerung, das heißt, Säuren müssen aus dem Körper raus. Atmung, eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist natürlich über die Niere aufs Klo gehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein besonders hartes Training mache, dann kann ich automatisch davon ausgehen, dass ich, also nicht automatisch, aber wenn ich auch genügend getrunken habe, dann ist die Tendenz da, dass ich in der Nacht mehr aufstehen muss. Wenn ich ein Intervalltraining mache und merke auch, dass mir physisch dann schon ziemlich am Anschlag bin, dann weiß ich, jetzt diese Nacht muss ich wieder aufstehen, ansonsten nicht. Das ist, ein sehr spannender Zusammenhang. Ich denke auch, ich kann euch das mal erklären. Das ist eben auch wieder das, was ich das letzte Woche beschrieben habe. Ich habe einen Eishockeyspieler gehabt. Der hat eine kaputte Lunge gehabt. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe ihm die Kohlenhydrate entzogen, weil er hat ein bisschen Übergewicht gehabt. Eine Lunge
hat eine ganz wichtige Funktion in einem intermittierenden Sportart wie Eishockey. Gas geben, locker, Gas geben. Das heißt, Säurebelastung ist sehr hoch. Die Lunge ist aber nochmals eine Dekompensation. Das ist der Auspuff für Stress, gerade für einen solchen Sportler. Das heißt, er baut dann sein Säurelevel ab. CO2 kann er ausatmen. Und ich habe ihn das eine Woche später wieder gesehen, er ist immer bleicher geworden, als ich ihm die Kohlenhydrate entzogen habe. Und dann habe ich gemerkt, hui, jetzt habe ich einen Quatsch gemacht. Wir haben dann ihn gemessen, wir haben gesehen, der hatte gerade knapp noch 80% Lungenvolumen aus einer Erkrankung in der Jugendzeit. Dann war mir klar, okay, jetzt musst du die Kohlenhydrate hochbringen, weil wenn er unter Belastung wird, er automatisch weniger Sauerstoff transportieren, zu viele anaerobe Prozesse. Was heißt das? Er braucht mehr Kohlenhydrate. Wenn ich jetzt dem noch die Kohlenhydrate entziehe, regeneriert er immer schlechter und so hat er dann ausgesehen. Was passierte dann? Er hat, als ich ihm fast nur noch Kohlenhydrate, das einen sehr hohen Anteil gefuttert habe, plötzlich Regeneration viel besser, deutliche Körperfettreduktion und auch keine Lust auf Süßes mehr. Das war eben, darum bringe ich dieses Beispiel, er war eben auch ein Sportler, der nach dem Training immer 2-3 Mal innerhalb von 1,5 Stunden aufs Klo musste, weil die Säuren mussten raus. Das sind so Themen, die eben sehr, sehr spannend sind. Wie versucht der Körper das zu kompensieren? Hallo Jörg, hi Nadine, jetzt heißt es ja, man solle 4 Stunden vor Bettruhe essen, damit Verdauung nicht gestört wird. Wie geht es denn erst, wenn man erst 6:30, 7 daheim ist und dann und aber um 21 ins Bett soll, weil Training früh um 5.30 Uhr. Dann ist es ganz einfach, dann versucht ihr das flüssig zu machen. Ich habe das schon mal ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole mich gerne, weil es gibt immer wieder Leute, die zu sehen. Wir können ja testen, wir machen viele Tests, viele Untersuchungen. Eine davon war, ich brauche im Ruhezustand 1 Liter Sauerstoff. Was passiert jetzt, wenn ich vor dem Essen und dann nach dem Essen von 900 Kilokalorien nochmal messen, dann brauche ich 1,4 Liter Sauerstoff. Ich brauche rund 40% mehr Sauerstoff während dem Essen. Das heißt, es muss irgendwoher kommen. Was passiert dann? Der Herzschlag geht hoch. Sympathikus wird aktiviert. Das heißt nichts anderes, als wir werden nochmal aktiviert. Und das kann nicht sein, dass ich, wenn ich nach Hause komme, dass ich dann noch esse, weil dann ist die Schlafqualität deutlich reduziert. Der Körper braucht den Sauerstoff für den Darm und nicht für die Regeneration. Und das darf so nicht sein. Das heißt, ich brauche oder ich werde dann automatisch den Speisebrei abends vorbearbeiten, wie zum Beispiel ein Smoothie, dass der Darm weniger zu arbeiten hat. Dadurch komme ich auch schneller in die Bettruhe. Das ist ebenfalls sehr, sehr spannend. Das testen wir momentan gerade. Die Abhängigkeit vom Sauerstofftransport oder Sauerstoffverbrauch des Darms in Abhängigkeit von der Kaloriengröße bei einem bestimmten Menschen. Das heißt, ab wann wird auch ein Darm mal anaerob? Weil auch der hat einen aeroben, anaeroben Stoffwechsel. Das heißt, ab wann wird es dem Darm zu viel? Und der Darm ist so ein wichtiger Produzent von Laktat. Das weiß ja jeder Sportwissenschaftler, denke ich auch. Und darum, wenn er jemanden einen belasteten Darm hat, dann kann er auch mal 7 Millimol haben, einfach im normalen Zustand. Ich habe schon Leute gesehen mit 27 Millimol, die eine akute Erkrankung gehabt haben im Darm. Also das sind ganz spannende und wichtige Zusammenhänge. Das heißt eben, das mit dem 4 Stunden vor dem ins Bett gehen ist so eine Faustregel, ist zwar nett und gut. Wenn ich ein Fondue 4 Stunden vor dem ins Bett gehe, esse, dann ist das auch nicht ganz so toll. Also es geht auch um die Verdaubarkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So. Sehe ich hier noch ein paar, mache ich auch gerade Diskussionsteilnehmer aus euch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr übrigens auch gerne live dazustoßen und mir einfach auch live Fragen stellen. So, weitere Fragen. Vielleicht warte ich hier noch, bis hier eine neue Frage kommt. Ich glaube, das Wichtigste im Leistungssport ist es, dass ihr erkennt, dass jeder Mensch anders ist.
Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ich habe heute jemanden hier gehabt, das kann ich jetzt mal so erklären. Die Person, Leistungssportlerin, die hat einen Sport, der ist vor allem anaerob, anaerob Schnellkraft und anaerob Laktazid. Die hat aber ein relativ kleines Herzvolumen. Und was passiert jetzt? Wenn sie eben ein kleines Herzvolumen hat, eine sehr tolle Muskulatur, kleineres Herz-Kreislauf-System, gute Muskulatur, vor allem anaerob, viel trainieren muss. Das heißt, plötzlich ist das Herz-Kreislauf-System überlastet. Und dort ist es besonders wichtig, dass eben diese Person vor einem Wettkampf oder besonders wichtigen Training zur Ausbelastung auch genügend Ruhezeit hat, weil sonst kann sie eben nicht performen. Und das Herz-Kreislauf-System durch Regenerationsprozesse, CO2-Abatmung und so weiter beschäftigt ist, dann ist es überlastet und dann wird es eben schwierig. So, nächste Frage. Kann man Leistungssportlerin sein mit einem Lipödem? Die Frage ist jetzt halt immer, was ist ein Lipödem? Das ist eines meiner Lieblingsthemen, da gebe ich auch Vorträge dazu. Ein Lipödem sehe ich als eine klassische Überlastung natürlich einer Muskulatur. Wir sehen ja diesen Zusammenhang, das ist für einige von euch vielleicht noch nicht so klar, aber wenn ich in den linken Oberschenkel, oder anderes Beispiel, ich habe eine Skoliose, das heißt eine Verkrümmung des Rückens, dann ist der Oberschenkel links zum Beispiel mehr belastet und die Wade rechts, das ist über Kreuz. Und dort finden wir dann auch mehr Körperfett, weil ein überlasteter Muskel, wenn ich einen überlasteten Muskel auch, also wenn ich gezielten Muskel überlaste, dann wird dort die Hautfaltendicke automatisch steigern. Das ist ein ganz spannender Punkt. Und ein Lipödem ist eigentlich ein Totalversagen des antioxidativen Systems. Das heißt, wenn ein Mensch nur Stress hat im Alltag, sehr, sehr viel oder sehr wenig isst und viel, viel Bewegung hat, dann kann sich sein Lipödem entwickeln. Was machen wir dann? Leistung runter, Kohlenhydrate hoch, das heißt, es wird keine Treppe mehr hochgegangen und dann habe ich natürlich dann deutlich mehr Regeneration, dann habe ich mehr Kohlenhydrate zum aktiven Training und dann haben wir meistens einen Verlust von Wasser und von Hautfaltendicke in 20-30%. Ich muss mal etwas dazu machen, das sind sehr, sehr spannende Resultate, die wir vor allem, weil wir messen ja das, auch Schmerzen sind deutlich verringert. Das ist, man kann den Menschen wirklich mit einfachen Methoden manchmal helfen. Und manchmal ist eben weniger auch mehr. Nächste Frage, kannst du, also man kann es sein, aber eigentlich ist es so, das zeigt ja eigentlich immer, dass ein Muskel darunter eben komplett überlastet ist. Und das ist dann immer ein Zeichen, man kann Leistungssportlerin sein, aber nicht Hochleistungssportlerin, weil man eben das mit der Regeneration oftmals eben nicht im Griff hat. Selin, danke dir für deine Frage. Kannst du uns auch über Omega-3 informieren, bitte? Muss man es supplementieren? Kann der Körper auch pflanzliche Lebensmittel Omega-3 gut aufnehmen? So, und jetzt muss ich da etwas darstellen, weil es ist wichtig jetzt, es geht hier um Fettsäuren und hier gibt es immer wieder ganz, ganz spannende Aussagen, die ebenso nicht stimmen. Ich brauche. Ich habe halt tausende Vorträge und muss jetzt schauen, dass ich den richtigen nach vorne ziehe. So. Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sind ein ganz, ganz spannendes Thema, vor allem für die Industrie, weil Omega-3 ist antientzündlich. Omega-3 und Omega-6 werden in die Zellmembran eingebaut. So, jetzt habe ich das hier. Eine Sekunde noch, ich bin gleich soweit. Und Bildschirm freigeben.
So. Jetzt habe ich hier ein Problem, weil das wird. So. Wir haben hier. Darf ich schnell fragen, seht ihr das auch? Seht ihr die PowerPoint-Präsentation? Ja, kann, das sieht sie. Ja. Okay, super, herzlichen Dank. Wir sehen hier eine Zellmembran und diese Zellmembran ist aufgebaut aus Phospholipiden. Und diese Bestandteile hier, die werden aufgebaut aus Omega-3- und 6-Fettsäuren. Und wenn ein Stress kommt, die werden beschossen, dann wird das losgelöst. Und dann mittels dem Enzym Cyclooxygenase gibt es dann eine Entzündung und eine Entzündungsrückbildung. Und Cyclooxygenase, das kennen wir alle, den Cyclooxygenase-Hemmer, das ist zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen, das heißt, dass wir kein Fieber bekommen. Wenn wir jetzt diese Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren gegenüberstellen, haben wir auf der einen Seite den Abbau zur Dihomogammalinolensäure oder DHGLA. Und diese Fettsäure ist eben sehr, sehr stark anti-entzündlich. Wenn die aber, wenn wir sehr stark Insulin bilden, viel Zucker nehmen, dann wird die automatisch vermehrt abgebaut zur Arachidonsäure. Wenn die dann eingebaut wird in die Zellmembran, dann haben wir deutlich mehr Entzündungen, insbesondere Prostaglandin Serie 2. Das heißt, auch hier entscheidet, wenn wir zu stark Insulin ausschütten, haben wir ein Problem. Zu viel Zucker über den Tag ist schlecht, auch für die Regeneration. Nochmals, das ist eben auch eine Omega-6-Fettsäure und darum entscheidet oftmals die Ernährung, ob wir mehr Entzündungen haben. Omega-3-Fettsäuren werden abgebaut zu EPA-DH. Das sind dann Prostaglandin Serie 2 und Leukotriene Serie 5. Die werden ebenfalls eingebaut in die Zelle und dann ist das wieder antientzündlich. Das heißt, wenn wir natürlich vor allem Omega-6 zu uns nehmen und noch zusätzlich Zucker nehmen den ganzen Tag, dann habe ich wahrscheinlich mehr Entzündungsprozesse. Ich persönlich nehme keine Omega-3-Fettsäuren. Ich habe früher das genommen, habe aber, glaube ich, persönlich außer dem Placebo nicht wirklich viel gemerkt. Heute lasse ich das einfach und esse vernünftig und schaue eben, dass ich dieses Insulin möglichst eben nicht stimuliere über Zucker zwischendurch. Und das war auch noch die Frage nach dem Training immer wieder oder zum Training, wenn ich Kohlenhydrate nehme, dann wird eben das Einlagern von Kohlenhydraten der Muskelzelle wird vereinfacht ohne Insulin, weil die GLUT4, die Glukosetransporter in der Muskelzelle eben aktiviert werden und auch hochkommen, eben ohne dass da Insulin produziert wird. So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. So. Und jetzt muss ich da hier wieder zurückfinden. Zoom und ich sind noch nicht so große Freunde. So, jetzt wieder. Hier die nächste Frage, inwiefern definiert die Genetik, für welchen Sport man ist? Also es ist eigentlich definiert es sehr, sehr viel. Also wenn ich ein großes Herz-Kreislauf-System habe, dann habe ich einfach Glück gehabt, dann habe ich einen großen Motor. Aber ein Schnellkraftsportler braucht kein großes Herz-Kreislauf-System. Ein Langdistanz, also ein Ultrasportler, der braucht eine sehr gute Muskulatur, einen guten anaeroben Anteil. Das sind eben wieder solche Dinge. Das heißt, ein Sportler kann man anhand von Längenvergleichen, Herz-Kreislauf-System, Lungengröße und so weiter komplett aufbauen. Aber es ist ebenfalls wichtig, dass keine Systeme schon geschädigt sind, weil ansonsten haben wir ein Problem. Wenn zum Beispiel jemand ein Magen-Darm-Problem hat, dann würde ich zum Beispiel jetzt gerade im Ausdauersport einfach lassen, weil dort belastet man den,
den Magen-Darm umso mehr. Das heißt, ich würde entweder mal eine Pause machen oder sehr, sehr extensiv trainieren, intensiv, also wirklich das Training umstellen. Also das heißt, es ist dann auch wichtig, oder? Ein Ausdauersportler braucht eben auch genügend Kalorien, aber wenn alles schon ein Problem wird, dann wird es dann eben schwierig, diesen Sport auch wirklich durchzuführen. Das sind wichtige Themen, aber die muss man, ich habe versucht, das im letzten Vortrag ein bisschen darzustellen, die muss man wirklich auch eins zu eins dann anschauen. Hallo Jürg, was für Alternativen gibt es als Nüsse für Stoffwechseltraining im Ausdauersport? Gegen Nüsse bin ich allergisch, Kokos. Bist du dort auch allergisch? Das wäre noch wichtig, ansonsten Öle. Also wenn ich Olivenöl zum Beispiel kombiniere mit dem, also wenn ihr ein leckeres Olivenöl oder ein anderes Öl, was irgendwie, Haselnussöl ist es schlecht, aber was ihr irgendwo verträgt, dann könnt ihr auch das trinken. Es gibt von Windforce gibt es diese Mischung, ich weiß nicht, ob dort wirklich Nüsse drin sind oder einfach ein Geschmack, das müsste man anschauen, aber eben, kannst mir vielleicht antworten, ob du Kokos vertragst, weil Kokos wäre immer Möglichkeit. Ein tolles Sportgetränk für Ausdauersportler, es schmeckt zum Kotzen, aber es ist einigermaßen, es ist mitunter das Beste. Ich nehme BCAAs, MCT-Öl, aufpassen, weil das wirkt abführend, das muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Dann zum Beispiel ein Olivenöl, Essig, weil Essig Ketonkörper enthält, kann auch dort Wasser nehmen von Essiggurken. Wenn ihr habt Ketonkörper, kann man ein bisschen reinmachen. Und dann gibt es noch Alpha-Ketoglutarat, das ist ein Amin. Das ist der Stickstoffteil, das schon entfernt. Das ist so das Beste, was man machen kann. Das muss man dann aber auch sinnvoll mischen, noch ein bisschen Geschmacksträger dazu. Und mehr kann man in dem Bereich für ein Fettstoffwechseltraining eigentlich gar nicht machen. Wenn man Gewicht verlieren will, ist es sinnvoll, mit ein bisschen Hunger ins Bett zu gehen? Nein. Und ja, man muss es so vorstellen, ein bisschen Hunger heißt für mich, dass ich eigentlich keinen Hunger habe, ich könnte noch was essen. Wenn ich Hunger habe, kann ich schlechter schlafen, Cortisol geht hoch, Problem. Nächsten Tag kann ich nicht intensiv trainieren. Also eigentlich muss ich, und das ist eine reine Definitionsfrage, ich hoffe, du verzeihst mir das, dass ich jetzt ein bisschen auf dem herumreite. Das ist eigentlich nur, du solltest gegessen haben und dann nimmst du einen Tee und dann hast keinen Hunger. Wenn du wirklich noch ein bisschen Hunger hast, würde ich zum Beispiel noch ein bisschen Quark essen mit ein paar Beeren. Oder dann vielleicht irgendwie einen Löffel Mandelmus oder Erdnussbutter. Oder so etwas nehmen, dass der Hunger eben wirklich geht. Oder dann über den Tag noch ein bisschen mehr futtern, dass eben abends dieser Hunger sich nicht einstellt, weil die Schlafqualität ist halt eben wichtig. Benni, dann bin ich sehr, sehr glücklich, dass du Kokos nicht allergisch bist, weil die gibt es wirklich auch überall, auch online zu kaufen. Kokos-Schnitz, hervorragend, ist auch lecker, geht mir auch weniger auf den Geist, wenn ich lange unterwegs bin, hat einen Anteil an MCT-Öl, ist ein Öl, das eben nicht über, das über die Pfortader in die Leber geht, mehr dann auch die Ketonkörper stimuliert und weniger über die Lymphe geht. So, es wird mir immer geraten, während dem Training Fett oder Kohlenhydrate, kann man diese mit Prä oder Post ersetzen? Nein, kann man nicht. Wir sehen lustigerweise große Unterschiede, man kann das nicht erklären. Ich habe das Gefühl, das geht ins Leberglykogen. Ich habe das versucht zu erklären das letzte Mal, aber wir sehen, wenn Frauen zum Training Kohlenhydrate, zum intensiven Training Kohlenhydrate nehmen, haben wir einen positiven Effekt im Körperfett. Geben wir es vorher, geben wir es nachher, ist es nicht das Gleiche. Statistisch für uns ganz klar, wir konnten das beweisen. Ich kann sogar vorher sagen, wenn eine Frau zu mir kommt in die Beratung und es tut sich nichts am Oberschenkel und ich sehe, es müsste aber, dann frage ich sie immer, hast du genommen, das Kohlenhydratgetränk? Dann hochrot, dann stammeln ja, dann fragst du nochmal nach, dann heißt es ja nicht immer und am Schluss heißt es ja, 1, 2 habe ich es genommen. Das ist wirklich ein großes Thema.
Wieso bekommen einige Sportler Akne? Also wenn du jetzt Bodybuilding meinst, dann weil ihr bester Freund im Keller vielleicht statt ein paar Leichen noch ein Labor von Testosteronproduktion hat. Das ist halt wirklich ein großes Thema. Es kommt immer darauf an. Das ist also, ich würde das nicht unterschätzen, gerade für Fitnessleute, wenn die mit Akne rumrennen, dann können das schon ein paar verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel sein, aber von der Zahnpaste bekommt man nicht einfach so Akne. Das andere ist natürlich ein Thema, wenn ich meinen Körper überlaste, dann habe ich immer die Abwehrschwellen des Körpers, die eher Probleme machen. Zahnfleischbluten bekommt ihr. Die Haut haben wir schneller Probleme und gegen Verunreinigungen wird eben schneller geschossen vom Immunsystem. Wir bekommen eher Akne und daneben Lunge kann ein Problem werden und Darm. Das sind so diese vier Abwehrbereiche. Und aber eben die Frage, man müsste das wirklich so mal direkt anschauen. Durch vegane Ernährung ist der Kohlenhydratanteil viel höher, Protein-Fettanteil sehr tief. Gibt es Anpassungen im Körper, da vermehrt Kohlenhydrate verbraucht werden? Im Ausdauertraining gibt es eventuell Nachteile in Bezug zur Kraft. Also ich habe ja selber 3 Monate die vegane Ernährung gemacht. Ich werde da am Samstag noch in der Zeitung, habe ich einen kleinen Bericht, wie es mir ergangen ist. Ich habe bemerkt, dass vor allem zu Beginn meine Ausdauerfähigkeit deutlich verbessert wurde. Die Kraft ist aber um 40% runtergegangen. Ich habe nichts anderes trainiert. Ich habe nicht zu viel trainiert. Ich habe eigentlich eine perfekte Ernährungsplanung gehabt. Kraft habe ich massivst verloren. Ausdauer scheint eben nicht schlecht zu sein. Weil oftmals in der veganen Ernährung ist es eben fast nicht möglich, wirklich auf die Kalorien zu kommen. Wenn ich hypokalorisch unterwegs bin, dann ist es eben so, dass der aerobe Stoffwechsel verbessert wird, allenfalls der anaerobe ein bisschen schlechter. Und das ist auch nicht schlecht für einen Ausdauerathletin und Ausdauerathlet. Ich muss ganz ehrlich sagen, vegane Ernährung würde ich jetzt nie einem Sportler empfehlen, weil alles, was extrem ist, ist eigentlich ist falsch. Es ist nicht sinnvoll. Weil eine Ethik im Sport sollte sein, dass ich ein ethisches Verhalten im Sport habe, aber die Ernährung, ich sollte ihm alles geben, was der Körper braucht. Und es tut mir leid an alle Veganer, das kann ich einfach über eine vegane Ernährung nicht machen. Ich habe schneller mal einen Engpass und darum ist es wichtig, wenn ich 2-3 Mal Fleisch pro Monat esse, das reicht. Mehr muss es nicht sein. Aber wenn ich Gelüste habe, Fleisch zu essen, dann sollte es das eben auch wirklich sein. Aber eine pflanzenbasierte Ernährung mit wenig und hochwertigem Fleisch kann Vorteile bieten. Das ist nach diesem Selbstversuch, sehe ich das als absolut möglich und finde ich sogar wünschenswert, dass man hier eben nochmals wirklich hinschaut, mehr forscht, mehrere Menschen das machen. Wir schauen mal, was wir hier auch bezüglich auch mal vielleicht eine Studie machen intern. Das wäre aber noch was sehr, sehr Spannendes. Selim, nur ein Feedback, dein Erbse-Treppentest in einer super Sache funktioniert gut bei mir und kann es gut als Referenz benutzen. Was haben wir gemacht? Danke, Selim. Ist immer wieder schön von dir zu lesen. Ist ein toller Trainer. Auch toller würde ich hingehen als Triathlet. Was haben wir gemacht? Menschen, wenn sie die Treppe rauf spazieren oder also nicht wirklich nicht rennen, sondern einfach gehen, und deutlich mehr atmen müssen. Was ist dann falsch? Im Hirn haben wir das Atemzentrum und das wird automatisch mehr aktiviert, wenn die Pufferfähigkeit im Blut, also die verschlechtert wird, beziehungsweise CO2 steigt. Das heißt, zu viel CO2, zu viel Säure, heißt automatisch, wir müssen die ja doch kompensieren, eine Übersäuerung gibt es ja nichts, sonst wären wir tot. Das heißt aber automatisch hier, eben, wenn wir mehr atmen müssen, muss der Körper mehr dekompensieren, mehr kompensieren. Das heißt, ich bin überlastet. Und wenn ich überlastet bin, sollte ich einfach bitte kein intensives Training machen. Dann kann ich ein lockeres Training machen. Und darum ist es eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, dem Körper ein bisschen abzufragen. Sollte man eventuell vom Laufen absehen, wenn man immer Durchfall hat und während dem Laufen? Absolut. Dann würde ich eher mal Rad fahren, weil das Problem ist also diese
Vertikalbewegung. Es geht auf den Magen und dann würde ich dem eben Magen-Darm-Bereich auch mal ein bisschen Ruhe gönnen. Ich denke, das ist noch relativ wichtig. Wie kann man am Nachmittag ein Nüchtern-Training machen, beziehungsweise wie lange müsste die Nahrungskarenz sein? Kein Alkohol trinken und funktioniert es. Nein, ich würde einfach dann, und das ist eigentlich fast nicht möglich, weil es, du hast dann immer irgendwelche Nährstoffe, wenn du eben die Nährstoffe nicht zuführst, dann hast du mehr Einschränkungen davor. Das heißt, was soll ich jetzt sagen? Man kann schon eine ketogene Phase am Morgen haben und bitte, ketogen heißt immer 3, 4, 1 Fett zu Kohlenhydrat plus Eiweiß. Das heißt, 4 Anteile Fett bei einem Kind, dort, sagen wir mal, Erwachsenen 3 Anteile Fett und 1 Anteil Kohlenhydrat plus Eiweiß. Ansonsten bin ich eben nicht in der Ketose drin. Das ist noch zentral. Wenn ich das über den Tag hinziehe, dann habe ich einen ähnlichen Effekt, weil ich kann die Muskelzelle leeren. Wenn ich diese Muskelzelle leere, dann habe ich Anpassungsprozesse im Mitochondrium. Es wird dann ein Enzym gebildet, AMP-Kinase, und das geht dann, macht eine Mitochondrienwachstum. Das ist der Punkt. So, jetzt muss ich schnell schauen. Also das heißt, Nahrungskarenz würde ich würde das nicht machen. Ich würde einfach morgens vielleicht mal wirklich Kohlenhydrate weglassen, aber bei dir, Susanne, nicht empfehlenswert. Mach das am Morgen früh. Hallo Jürg, ich habe seit ein paar Monaten große Mühe mit dem Atmen. Ist meine Vermutung korrekt, dass das in erhöhtem Stresslevel liegen kann? Falls ja, dann hättest du Tipps für dagegen, mehr Regeneration, mehr Kohlenhydrate? Ja. Also wenn du deutlich zu stark atmen musst, ist das eben genau das Phänomen, was wir vorhin beschrieben haben. Das Atemzentrum wird überaktiviert, weil die Pufferung des Gesamtsystems nicht genügend ist. Und dann heißt es deutlich mehr CO2 abatmen. Da wird ebenfalls die Sauerstoffaufnahme reduziert. Wir sehen das eben auch unter Belastung in den Spiroergometrien. Das Herz arbeitet immer mehr nicht für den Sauerstoffaufnahme, sondern fürs CO2 Raustransport, und dann haben wir eben auch praktisch mehr eine körpereigenes Schutzsystem, das im hohen Bereich praktisch kein Sauerstoff mehr richtig zugeführt wird. Ich kann mich also nicht mehr richtig ausbelasten. Ich würde dann Ruhezeit, lockere Spaziergänge, ab und zu Intervalle, wenn ich gut geschlafen habe und wenn ich den Muskel auch spüre. Treppe hochsteigen, wenn der Muskel wirklich auch dynamisch ist, wenn ich die Spannung im Muskel spüre, vielleicht auch noch immer atmen muss, aber dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, einen Load zu setzen, also einen Trainingseffekt, und dann würde ich 35, 40 Sekunden Intervalle machen mit Kohlenhydrate dazu. Und dann genügend auch Ruhezeit. Bitte, und nach diesen Intervallen immer Ruhe, ins Bett gehen, mich hinlegen, würde ich unbedingt machen. So, was ist die Meinung zu Ashwagandha, Gerstengras, Hagebutte und Kurkuma als Supplement? Ich habe alles schon ausprobiert. Tschüss Susanne, wünsche dir einen schönen Abend. Ich habe alles schon ausprobiert. Ich muss ehrlich gestehen, finde ich die relativ spannend. Vor allem Ashwagandha würde ich vor allem dann den Sportlern geben, wenn sie schon am Anschlag sind. Es gibt hier zu wenig wirklich seriöse, sinnvolle Studien mit eben einem ganz, ganz bestimmten engen Feld. Zum Beispiel ein Sportler, der komplett überlastet ist, dann ist mir die Frage, wo ist er überlastet? Muskulär, Herz-Kreislauf-System, Kopf. Wenn ich denn genau weiß, wo er überlastet ist, und dann könnte ich dann eben auch eine sinnvolle Studie machen, eine Peer Group, und dann eben schauen, ob dieses Produkt irgendwann mal auch dort funktioniert. Ansonsten eben, es gibt zu wenig Studien, die das aussagen, aber alle Leute, die wirklich ein bisschen im Anschlag sind, Ashwagandha fände ich gut, das andere. Kurkuma würde ich nicht als Supplement, sondern als Gewürz verwenden, und dann ist alles gut. Wie viele Kohlenhydrate Gramm sollte man während einem harten Intervalltraining, eineinhalbstündiges Intervalltraining, bin ich ja gespannt, wie das ausschaut. Also 1,5 Stunden.
Ich bin nicht der Meinung, dass das ein sinnvolles Training ist. Halb Stunde Intervalle, ja, vielleicht 45 Minuten. Alles andere ist einfach dann ein Schwellentraining oder ein Wellentraining, aber kein Intervalltraining, wo du über die Schwelle hinausgehst. Und dort 1,5 Stunden, wenn du wirklich einen Intervall machst und auch immer auf die Intervalle drauf an, müsstest du pro Stunde wirklich auf die volle Dröhnung gehen. Wir haben die maximale Möglichkeit, 90 Gramm Kohlenhydrate durch den Darm zu bringen pro Stunde. Mehr geht nicht. Welche Sportgetränke empfiehlst du? Ich mache generell keine Werbung für Hersteller. Da gibt es in der Schweiz sehr, sehr gute. Sponsor Isostar, Winforce und. International die Leute aus Österreich, würde ich mal den Christoph Strasser anfragen. Ich habe mal mit ihm zusammen ein Sportgetränk entwickelt. Das ist halt für mich immer noch das Beste, was es auf dem Markt gibt, weil es halt eben auch noch mit Probiotika arbeitet und vom Salz noch ein bisschen höher geht und so weiter. Fragt doch mal den Christoph Strasser an. Der wird euch da nähere Daten geben, wann das auch wieder verfügbar ist. 1 Stunde, alles in allem eine. Alex, gib mir doch nochmal schnell die Antwort, wie lange sind die Intervalle? Ja, das ist wichtig. Also das heißt, das Intervall, wie lange ist es? Ist es eine halbe Stunde, der Rest Ruhezeit oder wie ist das aufgegliedert? Das ist noch okay, wichtig. Also ich habe eher auch mit Wilge. Also die wirklich harten Intervalltrainings sind circa 12 Intervalle, ja. Ein Intervall, 1 Kilometer und jeweils so circa 4 Minuten. Also das sind dann 6, 12 mal 4 und natürlich dann Ruhe auch noch dazwischen. Also 48 Minuten. 48 Minuten und dann halt noch ungefähr 1,5 Minuten dazwischen, das heißt... Da musst du dich maximal aufladen vorher, ja. Schauen, dass du den Magen nicht belastest, weil sonst übersäuerst du viel, viel schneller. Das hast ja. Du vielleicht auch schon gemerkt. Ja. Weil eben, das ist wieder der Effekt, Sauerstoff wird dann im Darm praktisch verwendet. Das heißt, du übersäuerst massiv schneller, weil weniger dem Muskel zur Verfügung steht. Das heißt, über den Tag wirklich füllen, wenn du es gegen Mittag oder Abend machst, dann 2-3 Stunden nichts essen, dann Sportgetränk eine halbe Stunde vorher schon beginnen, während dem Training immer wieder versuchen nachzuschütten, dass du ein gutes Magengefühl hast, weil das ist dann auch nichts, wenn es dir schlecht wird, wegen zu viel trinken und dann der Rest nachschütten und dann hast du es gut gemacht. Aber die Kohlenhydrate sind halt im Zentrum, weil Glucose führt dann zur Laktatbildung und das führt zum Effekt des eigentlichen Trainings. Das heißt, das ist wirklich, wird schon am Abend vorher beginnen, aber nicht jetzt mit großen Pasta-Partys, sondern einfach, dass du wirklich, wenn du eher Kohlenhydrat moderat isst oder wenig, dass du dort ein bisschen erhöhst. Sehr gut. Ja, es stimmt wirklich genau, was du sagst, weil seit diesem Bild, was ich von der Tanja gesehen habe, ich habe einfach wirklich unverschämt angefangen zu essen, richtig unverschämt, also richtig, richtig einfach alles reingefressen, was Kohlenhydrat lasse. Ich habe sogar Sirup in der Früh getrunken, also wo ich mir gedacht habe, okay, das und dann habe ich angefangen, ein bisschen abzunehmen. Das war komplett absurd, aber ja. Ja, das ist der Punkt, weißt du, das ist das, was niemand, ich bin so froh, meldest du dich jetzt auch damit, weil es macht auch vielen Mut, die dann irgendwann zu zuschauen und zuhören. Es ist wichtig, dass du immer in Wellen, wenn du intensiv trainierst, acht mal im Körper mal vieles gibst, was du sonst nicht geben würdest. Dann merkst du, plötzlich bist du besser regeneriert und dann merkst du, ich brauche gar nicht mehr so viel Zucker. Dann gehst du auch wieder runter, nimmst mal vielleicht ein bisschen mehr, weniger Kohlenhydrate, mehr fettlastig. Aber du musst dich getrauen, weil der Körper sonst einfach, der fühlt sich betrogen und der lässt dich im oberen Bereich nicht mehr hin. Ja. Das wirst du auch gemerkt haben, du wirst viel, viel spaßigere Intervalle haben, weil du ja, kannst. Das hat auf einmal Spaß gemacht dann. Ja, richtig, ja. Jetzt ganz, Alex, wichtig, ganz, ganz wichtig. Du wirst jetzt härter trainieren können. Wir sehen das automatisch, du wirst jetzt auch längere Regenerationszeiten brauchen. Es gibt Tage, da wirst du so müde sein wie noch nie. Pass mir dann auf, dass du dann wirklich einen Tag, zwei nichts machst, einmal Netflix, einmal Sofa, weil der Körper braucht wirklich zu regenerieren, weil wenn du dann rausgehst und sagst, ich will mit dir Form weiter antrainieren, dann überlastest du dich, hast du zu viel Hunger und dann nimmst du erst zu.
Ein ganz wichtiger Effekt. Ja, weil jetzt ist meine Frage eh jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt doch mal ja, sehr gerne, ich bin froh. Ja, super. Was bei mir jetzt auch ist, jetzt bin ich halt in dieser regenerativen Woche und ich bin ein bisschen unsicher, ob ich mit meinem unverschämten Kohlenhydrat-Diät da jetzt weitermachen soll. Weil natürlich, während dem Training war das natürlich sinnvoll, aber jetzt ist es irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ja. Nein, es ist genau wie du sagst. Oder vorher macht es Sinn, weil du hochintensiv trainierst, hast ja wahrscheinlich die dritte Woche, Vollgaswoche. Ich würde dann auch Eis und was auch immer essen. Aber jetzt ist es, jetzt gehört kein Zucker hin. Jetzt gehören Früchte hin. Kannst du mal, wenn du Milchprodukte verträgst, magst, dann kannst du mal ein bisschen Quark mit Beeren. Solche Dinge, weil mit hohem antioxidativen Anteil, sehr, sehr stark pflanzenbasiert, viel Gemüse, leicht gekocht. Aber immer, wenn du Lust auf Kohlenhydrate isst, iss Früchte, weil es gibt dir so viele Vitalstoffe, auch Fruchtsäuren, die dir wieder gut tun. Und Zucker hat jetzt gerade keinen Platz, weil nochmal, diese Entzündung von vorher mit diesen Fettsäuren eben auch eine wichtige Rolle spielt. Weil eben letzte Woche hast du es weggefuttert und jetzt landet es eben leider dann plötzlich in der Leber und dann hast du dann eine Fettbildung, das wollen wir einfach nicht. Und jetzt halt mehr Proteine und Fette und so und auch viel Gemüse. Und wenn ich Kohlenhydrate will, dann halt eher die gesunden Sachen sozusagen. Ja, ein bisschen, auf immer kein Spaß, aber eben gesund. Ich würde Früchte einfach wirklich nicht vergessen in der Regenerationswoche. Je mehr, dass du noch merkst, dass gewisse Entzündungen, das spürst du ja auch manchmal in den Gelenken, manchmal zieht es ein bisschen, dann die Früchte hochhalten. Und wenn du merkst, ne, mein Körper ist gut, dann wird tiefer gehen, die Fette erhöhen, Avocado und so weiter, Nüsse, antioxidativ reich, gute Fette, Vitamin E, bla 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 und alle diese Dinge. Das hilft dir dann auch weiter zu regenerieren. Kurkuma, was machst du für Sport? Ich tue viel Laufen, also eigentlich nur Laufen, 100 Kilometer die Woche, also relativ viel, würde ich sagen. Cool. Und, dann nimmst du in der Regenerationswoche Kurkuma ohne Ende auf alles, was nicht wegrennt in der Pfanne, so in diese Richtung. Okay. Sehr gut. Ja, und eben auch das Klettern. Und beim Klettern verbraucht man auch unheimlich viele Kalorien. Das habe ich gemerkt. Ich habe auch während dem Klettern nur nachgeschüttet, komplett unverschämt. Und das hat sich echt gut angefühlt. Also, ja, das ist das. Ich habe heute jemanden hier gehabt, ein richtig toller Sportler, Ausdauersportler. Ich habe den hochgefuttert, der hat noch nie so viel gegessen wie jetzt. Hat ein Kilo abgenommen in 2 Wochen. Die Leistung verbessert und. Der Sauerstoff. Ökonomie des Körpers massiv verbessert. Das sind Dinge, wenn man die nicht sieht und wir sehen sie nicht gerade täglich, aber wöchentlich ein paar Mal, dann glaubt man diese nicht. Und es ist wichtig, dass man von diesem Irrglauben, man muss den Körper aushungern, kann ja nicht gehen. Also Physik haben wir alle gehabt, wir können nicht Energie entziehen und von diesem System noch erwarten, dass es mehr leistet. Das geht einfach nicht. Ja, aber trotzdem, eben deswegen habe ich diese provokante Frage gestellt vorher mit dem, dass man da mit Hunger ins Bett geht. Weil ich hab einmal einen wirklich tollen Körper gehabt. Ich hatte 77 Kilo, ich bin 1,93, das ist für mich relativ wenig. Also da habe ich dann wirklich fast gar kein Körperfett mehr. Und das habe ich dann halt so erreicht, indem ich eh auch viel gegessen habe vor dem Sport. Aber dann am Abend bin ich jetzt schon mit Hunger ins Bett. Ja. Weißt du, aber die Frage ist immer, kriegen wir dich mit 77,5 Kilo oder 78 nicht noch besser hin, indem dass du mehr Leistung hast? Das ist eben der Punkt. Weißt du, das Gewicht ist das eine. Ich höre immer, weißt du, ja, ein Gewicht, 1 Kilo am Berg ist 5 Watt. Ja, aber ein Kilo Muskel am Berg ist 8 Watt. Das heißt, unterm Strich 3 Watt hast du mehr Power. Das ist eben auch der Punkt, oder? Die Muskulatur, du brauchst nicht nur trocken zu sein, das kannst du natürlich mit Hunger zu einem gewissen Teil und abends weniger essen, das ist richtig, was du sagst. Aber wenn ich sage, du ein Hüngerchen, dann ist das absolut okay. Aber einen leichten Hunger, das ist wie gesagt, das ist Definitionsfrage. Sehr wahrscheinlich würden wir genau das Gleiche meinen. Und dann ist das wieder gut. Also, nein, ich verstehe schon. Wenn man dann schlecht schlaft, hat man auch was falsch gemacht. Das genau, ist nämlich auch schon passiert. Ja. Deine Aussage sage ich oftmals in der Beratung, sag mal, gerne, wenn du ein bisschen Hunger hast und noch einen Tee trinkst und dann gehst ins Bett und gut und kannst schlafen, hast du alles richtig gemacht. Ja, get it. Danke. Gut.
Dann versuche ich mal noch die zwei weiteren Fragen noch beantworten und dann muss ich dann auch mal selber noch ein bisschen was arbeiten. Was würdest du während, vor, nach einem Krafttraining empfehlen? Ganz klar, unbedingt Kohlenhydrat-Eiweiß-Mischung. Da gibt es eigentlich gar keine Diskussion, weil sonst können wir dieses Enzym, Schlüsselenzym, mTOR, C1 nicht wirklich hochhaltend stimulieren. Welche Sportarten haben oder brauchen einen Körperbezug? Jeder. Es gibt keinen Körperbezug. Sport ist, ich verwende meinen Körper artgerecht. Und den Körper spüren, denke ich, ist jedem Sportler ein ganz wichtigen Punkt. Es gibt, es ist schwierig, diese Frage dann noch, dann müsste man schon ins Detail gehen. Die Frage ist gerade untergegangen, was hat sich deiner Erfahrung nach am besten gegen Muskelkrämpfe im Ausdauerstopp gewählt? Stichwort BCAAs, sehr, sehr toll, Benjamin. Ich würde BCAAs liefern. Das ist sicher nicht, man muss es so sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten. BCAAs, sicher kein Magnesium, sondern BCAAs, alternativ jemand, der wirklich sehr viel ketogen unterwegs ist oder ohne irgendwie etwas, ohne Kohlenhydrate oder auch ohne Fett, der kann ohne weiteres Essig trinken oder dann eben ein Essiggurkenwasser, weil beides ist eine Energieform, das eben den Zitatzyklus wieder aktiviert, um mehr ATP zu liefern. Was passiert dann? ATP löst eben den Muskel wieder. Darum BCAAs oder Essig sind beides sehr, sehr gute Möglichkeiten. So, wenn irgendwelche Fragen noch direkt sind, kommt doch einfach schnell rein. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Und wir werden das sicher weiter, werde ich in ein, zwei, drei Wochen, vielleicht nicht gerade nächste Woche, oder zwei, drei Wochen, mache ich wieder mal einen Fragenabend. Ich mache das noch ein bisschen anders, dass ich die Leute einlade, ein, zwei Leute, wie der Alexander, der Alex vorhin, bei dem wir einfach gewisse Dinge auch besprechen. Und weil ich denke, dann seht ihr noch mal mehr, das sind da nicht nur Antworten, sondern dass eben genau das so ist, wie dieser Mensch das auch im Alltag dann auch empfindet. Und ich denke, das ist immer noch wichtig. So, ich wünsche einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf. Viel, viel Energie und wenn jetzt noch Fragen sind, dann wünsche ich einfach gutes Gelingen und ich hoffe, so schnell wie möglich, dass die Grenzen aufgehen, dann komme ich wahnsinnig gerne nach Österreich. Ich werde hundertprozentig in Wien ein Seminar machen, ich werde hundertprozentig in auch Trier wieder mal in meiner alten Heimat wieder mal ein Seminar machen, aber alles wird immer online auch möglich sein. Weil ich denke, dass es eben auch nicht immer möglich ist, vor Ort zu sein. Wir werden jetzt noch etwas machen. Wir machen wir sagen im Reißerischen eine Sixpack-Challenge. Wir wollen aber eben den Leuten mal wirklich zeigen, hey Leute, wenn ihr ein Sixpack wollt, könnt ihr das entwickeln? Rennt ihr denn nicht irgendetwas hinterher, was ihr gar keine Möglichkeit habt, wenn ihr die Genetik nicht habt? Und wenn ihr die Genetik habt, wie kann ich es am schnellsten erreichen und wenn nicht, wie kann ich wenigstens mal einen komplett flachen Bauch bekommen. Das werden wir in Zukunft tun, mehr dazu auf diesem Kanal, weil es ist wichtig, um dieses Thema Sixpack, das eben ein bisschen zu entemotionalisieren und ein bisschen mehr wissenschaftlichen Touch zu geben, weil da gibt es wieder auch Systeme, ein großes Herz-Kreislauf-System hat einfach Glück gehabt und hat auch schneller mal ein Sixpack. So. Wünsche Ihnen einen schönen Abend, passt auf euch auf und bis bald.